Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Heute heißt es Mund auf. Ja, auf gute Zusammenarbeit. Er will ja nicht bleiben. Ich habe wirklich alles versucht. Das kann man laut sagen. Selbstverständlich. Oder? Bitte. Ich komme. Morgen. Oh, na, ist der Opi schon da? Na, natürlich. Ich kann mich auch beeilen, Sophie. Ich will erst immer vor mir da. Ja, ich habe schon den Verdacht, dass unser lieber Opitz in seinem geliebten Labor übernachtet. Ah, guten Morgen. Na, gehen Sie schon mal rein. Ich komme gleich. Nein, junge Frau, in Ihrem Zustand müssen Sie erst einmal hier bleiben. Sie werden sich jetzt erst einmal ausruhen. Nein, das ist nicht nötig. Wenn Sie nur erst dem Doktor Bescheid sagen. Das sowieso, kommen Sie. So, hier können Sie sich hinlegen. Darf ich die Tasche haben? Ist doch besser so, nicht? Danke, Sie sind sehr lieb. Ja. Das ist sehr schön. So, bitte mal zumachen. Ja, nochmal auf. Ja, nochmal zu. Deine Kaubewegung so. Ja, sehr schön. Spiegel bitte. So, nun schauen bitte. Sie mal rein. Na? Zufrieden? Sehr sogar. Brauche ich also nicht wiederzukommen. Ja, wegen der Krone nicht. Die sitzt jetzt fest, ja. So, alles erledigt und unterschrieben? Alles erledigt. Ja. Soll ich den nächsten Bescheid sagen? Nein, auf keinen Fall. Danke. Wiedersehen. Das Geschehen noch Zeichen und Wunder. Herr Opitz betritt freiwillig das Sprechzimmer, den Vorhof zur Hölle. Und gibt an unserer Stelle Anweisungen an die Patienten. Entschuldigen Sie schon, Häppchen. Da ist ein Sonderfall. Hat das nicht bis zur Mittagspause Zeit? Wir haben hier hochgedreht. Ein Schmerzfall, ein akuter Schmerzfall. War es im Labor? Eine entzündliche Alterung, was? Eine Prothese oder was? Im Ernst, Herr Doktor, eine junge Frau, sie saß auf der Treppe. Ich glaube, unser lieber Opitz hat gegen alle seine Gewohnheiten doch etwas zu tief ins Glas geschaut. Hä? Seit wann sitzen da meine Patienten auf der Treppe? Hm? Das Wartezimmer ist doch groß genug. Ich habe sie erstmal auf die Couch gelegt. Also, lieber Herr Opitz... Sie ist... Was? Ach, schwanger? Ja, hochschwanger. Ja, warum sagen Sie mir das? Als Dermatologe bin ich bis zur unterkante Kinn zuständig. Tiefer nicht mehr. Scheint ja wirklich ernst zu sein. Ist niemand da? Es hat aber jemand da gelegen. No. Hier ist sie ja. Häppchen. Opitz, lassen Sie das mal bitte. Doktor, fassen Sie mal bitte mit an. Ja. Ganz vorsichtig.
Bitte keine Aufregung, meine Herrschaften. Gehen Sie wieder in Ihre Plätze. Es ist nichts zu sehen. Keine Aufregung. Wir haben das Recht zu wissen, was los ist hier. Dann gehen Sie bitte ins Wartezimmer. Warten Sie bitte. Kein Grund zur Aufregung und keine Panik. Sie haben doch gehört. Keine Panik. Der alte Mann kommt bestimmt gleich wieder zu sich. So ein Unsinn. Alter Mann, das war doch eine junge Frau. Eine Frau? Woher wollen Sie denn das wissen? Ich habe bloß die Füße gesehen. Also vielleicht sollten Sie sich mal die Brille putzen. Nein, die Person trug Damenschuhe. Aha. Und seit wann trägt ein Mann Damenschuhe? Kann man die wissen? Kann Mann oder Frau? Jedenfalls wurde die Person ins Behandlungszimmer getragen. Ja, wegen des Blutverlustes. Blutverlust. Ja. Jetzt hecheln wir. Jetzt wieder hecheln. Ja, und Ruhe werden. Ja, Ruhe werden. Schön ruhig durchatmen. So, so schön, so schön. Ja, so schön bleiben. So. Ja, ja, ja. Gemeinsam schaffen wir das schon. Ganz ruhig durchatmen, weiter durchatmen. So schön, so schön. Und nicht pressen, bevor ich das sage. So, Häppchen, was ist denn? Ja, na endlich. Ja, es ist eilig. Es kann jede Minute kommen. Oh, bitte. Ja, danke, danke. Was ist denn, Häppchen? Der Krankenwagen ist unterwegs. Ja, Sie helfen mir, dass es mir gut geht. Ach, Opitz, jammern Sie hier nicht rum. Ja, aber was soll ich denn machen? Ach, du fahr nicht rumstehen. Überhaupt, was suchen denn fremde Männer ganz dabei? Ganz ruhig bleiben. Ja. Gehen Sie rüber in meinen Bücherschrank. Unten links, da stehen die Fachbücher. Ja. Hier, da eins über Gynäkologie. Ja. Nein, lesen. Ruhig. Halt mir das Wasser bereit. So, ruhig bleiben. Was ist denn? Entschuldigung. Fachbücher unten links. Hier. Hier. Kinderwunsch. Kleine Enzyklopädie der Gesundheit. Lehrbuch der Geburtshilfe. Da haben wir es. Das ist es. So. Nun denn. Mysterium des Lebens, öffne dich. Ey. Ach so, so. Die armen Frauen. Erstgeburt, Schwangerschaft, Erstschwangerschaft, 145. 145, Erstschwangerschaft, das... Neulich, da bestaunte doch mein Enkel meine Zahnlücke und fragte, Mensch Opa, wo ist denn der Zahn geblieben? Habe ich ihm gesagt, ich habe mit dem Doktor gespielt und der hat den Zahn gewonnen. Sagt doch der Bengel zu mir, nun ja, warum haben wir denn dann noch nicht so ein lustiges Spiel gemacht? Ja, die Kinder sind heutzutage viel weiter. Mensch, hören Sie doch auf, da drin passiert sonst was und Sie machen Witze. Wieso denn ich? Das war doch mein Enkel. Kindslagen, je nachdem, ob die Längsachse des Kindes mit der Längsachse der Mutter übereinstimmt, also Querlage oder Schräglage oder Kopf steiß. Ja, woher soll ich wissen, ob das eine Normallage oder eine Steißlage ist? Also ich... Nein, da kann ich ja jetzt nicht fragen. Ach. Ja, jedenfalls Variante 2 sollte 301. So, jetzt hier. Die Ausleitung und Ausdrehung mit der Geburt Sauerstoff... Ja, Sauerstoff haben wir scheinbar auch nicht. Ich möchte wissen, was da drin vor sich geht. Ja, das möchte ich auch. Ruhe, bitte! Das sieht nicht gut aus. Unken Sie doch hier nicht rum. Also ich muss um 13 Uhr wechseln, ich muss zur Arbeit. Das wird heute nichts mehr. Sag ich doch. Das sieht nicht gut aus. 189, das stimmt. 183. So. Unfassbar. Wie machen die Frauen das nur? Ich kann unmöglich dem Doktor alles auf einmal beibringen.
Zwillingsgeburten. Als wenn das passiert, weiß ich gar nichts mehr. Naja, ich muss jetzt rein. Was wird er nun, wenn es hier heute nicht weitergeht? Was soll schon werden? Fräulein Happmeier muss uns eben neue Termine geben. Na, so einfach geht das nicht. Wieso? Ich habe ja schließlich nicht jede Woche Haushaltstag. Dreht sich nicht nur um Sie. Na, und ich kann auch nicht immer. Ich bin auf Montage. Ja, meine Anja habe ich die ganze nächste Woche zu Hause. Ich kann gar nicht sagen, wie das wird. Und ich bin Rentner. Ich habe schließlich auch noch was zu tun, nicht wahr? Ist denn jemand von uns ein Schmerzfall? Nö, nein. Keiner. Na also. So, dann schreibe ich mir jetzt mal Ihren Namen auf. Und wann jeder wiederkommen kann. Wissen Sie, das ist bis jetzt die erste vernünftige Idee von Ihnen. Müller, ich habe nur Nachtschicht. Ich möchte gerne spätnachmittags kommen, sodass ich zu Hause noch was essen kann. Sagen wir 16:15 Uhr. Tja, ich weiß Müller. Wirklich nicht. Meine Krippe hat Sperre und die Mutter reist morgen wieder ab. Ruhig, Sie wohnen doch nur eine Straße weiter, ja. Frau Fischer. Na, wenn Sie hierher gehen, können Sie Ihre Kleine zu mir bringen. Also, ich habe sowieso meine Enkel da. Das würden Sie machen, Frau Kruse? Aber natürlich. Das ist so ein Müll. Bitte schreiben Sie, Frau Fischer und Frau Kruse können beide nächste Woche. Ja. Aber nicht am gleichen Tag. Kruse. Ja, komm, nee, die Freunde, hier nicht, da müsst ihr weitergehen. Gut. Die nächste Tür da links, ja? So, ich zeig's euch. Diese da. Nein, nicht hier. Kommen Sie schnell in den Röntgenraum. Eine junge Frau. Ich glaube, es geht mit ihr zu Ende. Was ist denn das? Haben Sie das gehört? Von wegen, und es geht zu Ende. Das Leben fängt an. Ein Kind wurde geboren. Danke für die Ovation. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wie geht's dem Kind? Ja, wie geht's denn der Mutter? Alles gesund, ja. Alles gut gegangen. Herr Doktor, ich habe das Kapitel über Erstgeburt gründlich studiert. Also auf natürliche Art und Weise ist das bei den zivilisierten Völkern also überhaupt nicht möglich. Theoretisch. Wie? Theoretisch. Ja, theoretisch. Ja, aber es ist gut, dass es praktisch doch möglich ist. Sonst säße der stramme Knabe ja immer noch in seinem Gehäuse. Ja, wo ist das Kind? Mutter und Sohn sind auf dem Wege zum Krankenhaus. Heißt das, dass alles schon vorüber ist? Ja. Heute dürfen Sie, Doktor. Heute dürfen Sie alles. So, darf ich? Naja, und was muss ich? Ein paar Worte zu den Patienten sagen. Warum denn? Oh, Häppchen, nein, machen Sie das. Sie können das viel besser als ich. Also erstens stimmt das nicht und zweitens sollen Sie den Held des Tages. Also, meine Verehrung, Herr Doktor, meine tiefgefühlte Verehrung. Also, wenn man bedenkt, ein neues Leben in dieser Umgebung, als... Das. Also unser Opitz ist der Einzige, der begriffen hat, dass dieses Ereignis gefeiert werden muss. Ja, nicht? Also, ja. Ich werde Sylvi losschicken. Ich werde mir erlauben, alle zu einem Glas Sekt einzuladen. Bis gleich, ja? Na los. Hm? Und gehen Sie schon, Sie Held. Ja. Naja. Nun, meine Damen und Herren, ich nehme Ihre Ovation gerne entgegen. Nur ein Hundsfott ist bescheiden. Und ich bin es nicht. Denn es ist schon eine besondere Sache, ob man einen relativ kleinen Zahn oder einen recht strammen Jungen ins Licht des Tages befördert. Da werden Sie wohl für Zahnbehandlung heute keine Meinung mehr haben. Ach, Meinung immer. Nur ich fürchte, die Aufregung wird meine Hand nicht gerade in den ruhigen Zustand versetzt. Gute Hände. Obwohl, ich meine, wenn jemand da ist mit Schmerzen, ist er kein Schmerzfall dabei. Nicht aber alle Patienten waren bestellt. Ja. Na, dann regeln Sie das bitte mal, Häppchen. Nun, wenn Ihnen das ein bisschen helfen wird, Fräulein Happmeier. Fräulein Happmeier, der Herr hat nämlich genau
genau aufgeschrieben, wann wir nächste Woche können. Wissen Sie, unter uns gesagt, wir sind uns eigentlich hier erst mal alle so richtig nahe gekommen. Ja, fantastisch. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, also ich finde, unser Doktor hat jetzt erstmal seine Ruhe verdient. Hat er. Stimmt. Was halten Sie davon, meine Herrschaften, wenn wir das Ereignis noch ein bisschen feiern? Ja, natürlich. Kaffee fröhlich vorstellen. Ja, dann gibt's immer die besten Kuchen. Also wer dafür ist, den bitte ich ums Handzeichen. Ja, einverstanden. Ja, wollen Sie denn nicht mitkommen, Herr Doktor? Aber Doktor, ja. Kommen Sie mit. Symbolisch. Was heißt wenn symbolisch? Sie gestatten, ich war, möchte ich doch einen kleinen Obolus. Oh, aber das können wir doch nicht annehmen, Herr Doktor. Bitte, können wir doch nicht annehmen. Trinken Sie auf das Wohl von Mutter und Kind. Ja, Sie sind ja schließlich die Hauptperson. Ja. Ich habe ja nur eine geringe Hilfestellung geleistet. Ja. Danke, Herr Doktor. Das heißt, meine Damen, ich meine, wenn jemand mal in eine ähnliche Lage kommen sollte. Ja, dann schlagen wir Sie als Geburtshelfer. Bei Ihnen dürfen wir wohl doch zu traurig sein. Je mehr ich über mögliche Komplikationen gelesen hatte, also je klarer wurde mir, dass die ganze Sache gar nicht gut ausgehen könnte. Also wirklich meine Hochachtung, Herr Doktor. Naja, einiges ist vom Studium hängen geblieben. Ja. Darf ich? Ja. Und dann hatte ich mal eine Kommilitonin. Ah? Ja, die habe ich gerade über dieses Gebiet immer abhören müssen. Und da kam die Liebe ein bisschen zu kurz, aber das Wissen, das vermehrte sich eben, nicht wahr? Allerdings, das hätte ja alles nicht ausgereicht, wenn nicht Mutter Natur ihre gesunden Gesetzmäßigkeiten mit eingebracht hätte. Oh, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Nächste Woche haben wir ein paar Patienten mehr. Na, das macht doch nichts. Nicht danke. Prost. 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 Praxis Dr. Wittkugel. Das Krankenhaus. Ah. Ja? Ach, na das ist aber nett. Vielen Dank für den Anruf. Ja. Mutter und Kind wohl auf. Prost. Prost. Es dürfte wohl ein besonderer Tag bleiben. Würdig im Praxiskalender notiert und jährlich begangen zu werden. Jetzt wird er sentimental, Häppchen. Aber Doktor. Na sicher. Er will, dass ich jedes Jahr einen ausgebe. Welche Angehörigen sollen wir benachrichtigen? Ich habe keine Angehörigen. Wen sollen wir dann benachrichtigen? Niemanden. Niemanden? Den Kindesvater doch wohl wenigstens. Nein. Aber Frau Bauer, das sollten Sie sich wirklich noch mal überlegen. Wollen Sie mir nicht den Namen des jungen Mannes nennen? Mein Freund interessiert sich nicht mehr für uns. Ach, was denn? Es gibt bestimmt jemanden, dem die Geburt Ihres Sohnes etwas bedeutet. Ja, mein Zahnarzt. Wie bitte? Schwester, ich bin furchtbar müde. Bitte lassen Sie mich schlafen. Ja, ja. Es wird schon alles werden. Schlafen Sie gut. Also, Herr Doktor, in dem Punkt kann ich Ihnen wirklich zustimmen, dass es gebisslich war. Dazu kann ich jetzt haben Sie aber eben einen Versprecher gehabt. Ich habe Ihnen was versprochen. Nein, Sie werden mir was versprechen. Nein, Sie haben einen Versprecher gehabt. Ich habe einen Versprecher. Na, sagen Sie das doch mal. Ich habe gesagt, dass es gebisslich war. Da war er, der Versprecher. Ja. So lasse ich mir das gefallen. Und seiner studiert und die fertigen Stomatologen, die gurgeln hier mit Sekt. Selbst die nicht fertigen. Sag mal, wieso sind denn keine Patienten im Wartezimmer? Wir haben einer nach Hause geschickt. Ja. Ganz einfach, ne? Alle gesund geschrieben, nicht wahr? Herr Doktor, wo wollen Sie denn? Sabine, natürlich nicht nur so. Ja. Dein Vater hat heute ein Kind bekommen. Was? Vorsicht, Häppchen. Verletzen sich eher eine Naturgesetze. Nicht wahr? Was heißt Sabine? Kind? Stimmt. Das stimmt. Ihr habt doch alle einen in der Krone. Wo soll denn hier auf einmal ein Kind herkommen? Naja, aufgeklärt wie du bist, müsstest du eigentlich wissen, wo im Allgemeinen die Kinder herkommen. Und den Besonderen auch. Ne? Kind? Na, was soll denn der Blödsinn? Was denn für ein Kind? Na, du traust wohl deinem alten Vater gar nichts mehr zu? Na doch, doch, eine ganze Menge, du. Also. Dein Vater hat dein Kind zur Welt gebracht wie ein richtiger Arzt eben. Ja, ein bisschen zahnlos war es auch, sonst kann ich so. Seid doch mal still. Ja. Was ist denn überhaupt los? Ich bin ja schon ganz durcheinander. Also jetzt bist du wohl unterrichtet. So ist es. Naja, natürlich, aber das begreife ich einfach noch gar nicht. Was,
Das ist irgendwie irre. Unser Doktor bekommt bestimmt eine Auszeichnung. Ja. Lebensrettungsmedaille. Oh nein, Silvia. Die Hufe landen natürlich. Nein, Häppchen, das ist doch ein alter Huf. Nein, man müsste in dem Fall einen ganz neuen Orden stiften. Der goldene Storch. Also ich werde morgen Mutter und Kind besuchen. Ja, das kann man doch, Häppchen, nicht wahr? Am nächsten Tag. Und da bräuchte ich ja Blumen. Das ist richtig. Vielleicht ein Dutzend Rosen. Häppchen, haben Sie nicht so einen heißen Draht zum Blumengeschäft? Nach Säbnis nicht, ne? Nee, der Rische. Ach so, ja. Na, ja. Weiße Reitelefanten zu beschaffen ist ja leichter als so ein Strauß Blumen. Ja. Aber ich meine, in so einem Sonderfall. Also ich weiß nicht, an Ihrer Stelle würde ich das nicht machen. Was würden Sie nicht machen? Blumen mitnehmen? Natürlich, da muss man doch Blumen mitnehmen. Also das weiß ich noch ganz genau, dass man da Blumen mitnimmt. So stimmt's? Ist ja. Also den Besuch würde ich unterlassen. Man könnte ihn gründlich missverstehen. Ja, was so denn? Hätten also, Sie das missverstanden? Nein, Häppchen, das müssen Sie jetzt aber mal... Wo geht ihr denn hin? Ja, was hat sie denn? Ich will, ja. Also, dass die Kinder zahnlos auf die Welt kommen. Nicht gewusst? Nein. Also, du spinnst dir da was zusammen, Häppchen. Also, du meinst, dann ist alles bloß ein Zufall? Na, was soll's denn sonst sein? Tja, das müsste man ergründen. Ach, Sabine, kenn doch den Chef. Der will morgen in die Klinik marschieren, wenn das nichts zu bedeuten hat. Na klar, der will sein Werk betrachten. Na, jetzt sagst du es ja selber, sein Werk. Ach, ja, dazu hätte der doch gar keine Gelegenheit gehabt. Also dazu finden Männer immer Gelegenheit. Ach, wie müsste das rauskriegen? Nicht der Chef. Wir gehen morgen in die Klinik. Ja, und Papa? Den müssen wir irgendwie aus der Schusslinie bringen. Du, ich glaube, wir müssen uns jetzt wieder drüben sehen lassen. Los. Die nehmen wir uns noch eine, bitte, Herr Doktor. Ja, so. Na, wo habe ich? Was ist denn jetzt? Na, okay. Sie haben ja gar kein Feuer umgelegt. Natürlich habe ich Feuer. Nein, doch nicht. Also, ja. Ganz schön. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage. Und manche liebe Schatten steigen auf. Gleich einer halbverklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Schön. Der Schmerz wird neu. Es wiederholt die Klage des Lebens labyrinthischen Lauf. Was ist denn das? Griechisch. Und nennt die Guten, die um schöne Stunden vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden. Oh, ihr naht euch wieder, schwankende Gestalt. Oh, Silvi, du weinst sie doch nicht. Was hat sie denn? Ich bin so unglücklich. Unglücklich ist sie? Wir haben dich doch alle gern. Ja, aber ihr nicht. Wer ist denn nun wieder her? Na, wir haben ja hier nur zwei männliche Wesen, Doktor. Da dürfen Sie sich's aussuchen. Komm, wir gehen jetzt ins Badezimmer und da machst du dich ein bisschen frisch und vor allem hörst du erst mal auf zu weinen. Komm. Das Mädel, aber na. Viel, also... Heiliger Strohsack! Unser Teenager ist ja steckbesoffen! Na, da sehen Sie mal, Doktor, was Sie angerichtet haben. Ich kann mich ja um Sylvie kümmern. Ich will das Mädchen nach Hause bringen. Was? Ja, Sylvie kann doch hier bleiben. Nein, nein, was sollen denn die im Wohnheim denken, wenn sie nicht kommt, ne? Ja, wir rufen an. Nein, nein, hier, das Häppchen. Wohnheim macht mir keine Mühe, es wohnt gleich um die Ecke. Also so viele vergnügliche Stunden, ja, bitte. Auf Wiedersehen, ja. Sylvie! Sylvie! Na schön, wenn er nicht will. Ach, es ist besser, wenn Sylvie ins Wohnheim geht. Na, wenn Sie meinen. Na, wer trinkt denn nur mit mir? Na, ich bin doch noch da. Ja, richtig, Häppchen. Sie sind ja noch da. Sie sind ja immer da, die treue Seele. Prost, Häppchen. Prost, Doktor. Das war doch vorhin nur ein Scherz. Sie gehen noch nicht tatsächlich ins Krankenhaus. Ich kann keinen Grund erkennen, warum ich das nicht tun sollte.
So, das wäre erledigt. Ja? Opitz war ja so süß, wie der mit Sylvie abzog. Es hätte eine von uns mitgehen müssen. Ach wo. Warum denn? Na, das ist doch die beste Gelegenheit für ihn, seine sonstige Überstrenge mal mit ein bisschen Fürsorge zu kompensieren. Ja. Ich bin überzeugt, der liegt ins Bett und drückt ihr noch ihren Teddy in den Arm. Na, das ist auch das Beste, was in ihrem Alter noch in den Arm nehmen sollte, nicht wahr? Und nicht ihren heiß, verehrten Chef, nicht wahr? Sylvie liebt sie. Ja, es kommt öfter vor, dass ein junges Mädchen einen älteren Herrn anhimmelt. Bin ich denn blind? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na, tröste dich, Papa. Das macht doch nur der Sekt. Aha. Mein Fuß ist alles verflogen. Ja, ja, vielleicht im Allgemeinen, aber doch nicht in meinem Falle. Na, das ist zu spät. Hm. Papa, ein Superheld wie du ist doch nicht auf so eine kleine Mädchenverehrung angewiesen. Ich gehe jetzt ins Bett. Also, schöne Geburtshelferparty hier. Ich muss morgen voll da sein. Anatomie. Hm. Tschüss, Häppchen. Tschüss, Sabinchen. Schlaf schön. Hm? Tschüss, Papi. Ja. Und schlaf schön, ja? An deiner Stelle würde ich nämlich auch bald ins Bett gehen. Aber wirklich einschlafen und nicht vor Stolz im Bett stehen bleiben. Hallo. Ja, wir sind hier. Beiden campen wieder unter uns. Ja? Aber nun gerade, Häppchen. Auf die Mutter, auf das Kind, auf sie, Häppchen, auf mich. Wir trinken auf alle. Wir trinken auf das Leben. Auf das Leben, das sich ja nicht unterkriegen lässt. Ne? Prost. Prost. Häppchen, heute ist doch ein besonderer Tag, nicht wahr? Ja. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist immer ein besonderer Tag. Ja. Häppchen, Sie sind die Einzige, die mich versteht. Vielleicht gibt es doch sowas. Sowas wie Schicksal. Das wäre doch dann für mich ein Schicksalstag. Nicht wahr? Häppchen, kommen Sie mal an meine Brust. Ich weiß, Sie sind die Einzige, mit der ich darüber reden kann. Das kann ich doch, nicht wahr? Als ob Sie das nicht wissen. Ja. Menschen, die gemeinsam ein Kind zur Welt bringen, die sind doch auf eine... Die sind auf eine besondere Weise miteinander verbunden. Ist das nicht so? Ja. Ja. Doktor. Na also. Dann gehe ich morgen in die Klinik zu meiner kleinen Familie. Gute Nacht. Donnerwetter. Ehrlich? Unwiderstehlich, würde ich sagen. Wenn du das sagst, dann wird das ja stimmen. Ja. Wenn man dich so sieht, könnte man glatt denken. Ja? Ach, ist doch lächerlich. Vergiss es. Nein, 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 sag doch, was du denkst. Na gut. Man könnte denken, du willst der jungen Frau einen Heiratsantrag machen. Und das würdest du lächerlich finden? Vor allem unmöglich. Unmöglich? Soll ich dir eine Zigarette anzünden? Ja, mach das, ja, ja. Häppchen sieht's ja nicht. Unmöglich deshalb, weil zu der Mutter des Kindes doch auch ein Vater gehört. Vermutlich ihr Mann. Da irrst du eben, Tochter. Natürlich gibt es einen Vater, aber eben keinen Ehemann. Sie will von dem Erzeuger nichts wissen. Er soll auch nicht erfahren, dass das Kind da ist. Na, und da willst du einfach hingehen und um ihre Hand anhalten? Naja, warum dann eigentlich nicht? Ich meine, rein theoretisch, nicht wahr? Du kannst doch die Frau nicht heiraten wollen, nur weil du ihr Geburtshilfe geleistet hast. Es gibt Männer, die heiraten aus viel kleinerem Anlass. Aber der geringe Altersunterschied. Gering? Ja, sagtest du gering? Eben. Na, das soll nicht wieder zynisch sein, hä? Natürlich weiß ich, dass Margit Bauer viel, viel jünger ist als ich. Papa, ich sprach doch nicht von ihr und dir, sondern von ihr und mir.
Meine zukünftige Stiefmutter wäre doch nicht mal 2 Jahre älter als ich. Du willst ja von diesem Hans Prikuleit nicht lassen. Du gehst also bald aus dem Hause. Was kümmert's dich? Telefon. Soll ich umstellen? Was, er für mich? Ja, Ihr Freund Dr. Baumann. Ausgerechnet jetzt. Na, ich kann ja rangehen. Na, sind die Blumen so recht? Oh, na, Häppchen, dass Sie so einen schönen Strauß einfreiben konnten. Vitamin B, Beziehung. Aha. Ach, gehen Sie doch bitte mal an meinen Bücherschrank, ja? Aha. Und öffnen mal die rechte Tür. Hm? Oh, und nehmen den Teddy raus. Doktor, das ist ja ein Dinosaurier. Aber das Kind ist da erst 2 Tage alt. Wieso denn? Der Junge wird ja auch mal größer und stärker, nicht wahr? Was macht denn Sabine so lange da? Da wirst du wohl gleich losfahren müssen, Papa. Wieso? Was will Oswald denn? Na, das hat er nicht gesagt. Nur so viel, dass du schon wüsstest, worum es geht und dass es endlich soweit wäre und dass du auf diesen Anruf gewartet hättest. Ausgerechnet jetzt. Wieso denn? Ich verstehe das nicht. Na, Oswald Baumann sagt, es sei sehr wichtig und dringend. Und du sollst gleich in den Stall der LPG kommen und du würdest dich ja da auskennen. Ja, ja. Schon, ja. Das passt mir ja gar nicht. Ich meine, wieso denn? Na, Papa, dann würde ich an deiner Stelle mal hinfahren. Oswald Baumann ist immerhin dein bester Freund. Na klar, ja, Sabine und ich, wir gehen ins Krankenhaus und bestellen schöne Grüße von Ihnen. Und ach, wir so werden deinen Besuch für später anmelden. Ja, ja, na, na los. Das tut mal, ja. Gehen Sie ja doch. Na, fahr, Papa, nun komm, fahr. Ach so, ist wichtig, komm, fahr los. Aber die Blumen sind von mir, das müsst ihr sagen, nicht wahr? Und vergesst mir bloß den Teddy nicht. Nicht wahr? So. Na. Das wäre geschafft. Der fährt mindestens 1 Stunde hin und 1 Stunde zurück. Tja. Also haben wir reichlich Zeit. Oh, der arme Dr. Baumann. Was wird der bloß sagen? Der hat ja keine Ahnung. Aber die blöden Gesichter möchte ich sehen. Sag mal, woher weißt du denn, dass er im Stall der LPG sein wird? Das weiß ich doch gar nicht. Was? Guten Tag. Wir möchten zu Frau Bauer. Ja, Zimmer 80. Warten Sie, ich zeige Sie. Ja, da ist Frau Bauer. Dankeschön. Guten Tag, Frau Bauer. Guten Tag. Guten Tag. Ach, das ist ja süß. Das ist niedlich. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für Sie und das Baby. Auch von mir nochmal die herzlichsten Glückwünsche. Der Teddy und die Blumen sind vom Doktor. Danke. Ich stelle die Blumen hier mit rein. Ja? Mhm. Sollen wir wieder gehen? Warum weinen Sie denn nur so? Es ist doch kein Grund zum Weinen, wenn einem jemand Glück wünscht. Ach, Sabine. Junge Mütter haben nun mal dicht am Wasser gebaut. Sie können doch wirklich glücklich sein, Frau Bauer. Das Kind ist doch gesund. Ja, leider hat der Junge keinen Vater. Natürlich hat das Kind einen Vater. Naja, sicherlich, biologisch betrachtet. Der Doktor, wie geht es dem? Oh, danke. Sehr gut. Ich dachte nämlich, ich hoffte. Tja, der Doktor hat plötzlich verreisen müssen. Oh, schade. Das ist übrigens seine Tochter. Ich heiße Margit. Sabine. Komisch, dass uns der Chef nie von Margit erzählt hat. Wie sollte er denn? Er hat mich doch vorher nie gekannt. Ach, dann hatten Sie tatsächlich Zahnschmerzen? Na, und wie? Komisch. Vielleicht sind Sie wie weggeblasen. Was da so eine Geburt alles zu Wege bringt. Wieso fragen Sie das überhaupt? Warum sollte ich denn sonst beim Zahnarzt gewesen sein? Tja, also, wir dachten, also wir meinten, hat sich alles erledigt. Es wäre doch möglich gewesen, dass Sie einfach das Arztschild verwechselt haben. Nein, warum denn? Ich dachte nicht, dass es schon so weit wäre, aber dann ging plötzlich alles so schnell. Naja, ist doch klar, Sabine. Normalerweise wäre ja der junge Vater dabei gewesen. Den geht das nichts an. So? Was meinst du, Sabine? Wollen wir dafür sorgen, dass ich will ihn nicht sehen. Mischen Sie sich da nicht ein. Der
Doktor hat mir geholfen, mein Kind zur Welt zu bringen. Aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Soll denn das Kind ohne Vater aufwachsen? Also mag zwischen Ihnen passiert sein, was will. Aber nun ist doch das Kindchen da. Hm? Na, nun sagen Sie schon, wie heißt er denn? Nein, es geht Sie nichts an. Ich werde schon dafür sorgen, dass mein Kind einen Vater bekommt. Es muss ja nicht unbedingt Peter Ossitzky sein. Aber vielleicht Dr. Alexander Wittkugel. Wer weiß. Aber Sie sind doch kaum älter als ich. Wieso? Stört Sie das? Mich nicht. Ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt, Sabine. Peter wohnt in der Uferstraße 12. Bin ich! Unübersehbar. Da freust du dich, mein Alter? Ich freue mich immer, dich zu sehen, alter Zahnbrecher. Hey, geh beiseite. Setz dir nasse Füße. Aber heute freust du dich besonders, nicht wahr? Sicher, sicher. Naja, ein bisschen mehr Begeisterung oder Anerkennung hätte ich ja wohl erwartet, nicht wahr? Begeisterung? Naja, ich bin ja schon auf Anerkennung zurückgegangen. Anerkennung? Naja, natürlich, ja, weil es endlich so weit ist, nicht wahr? Apropos, womit ist es denn eigentlich so weit? Keine Ahnung. Mit dem Kalb vielleicht? Na, hör mal. Wegen eines Kalbes, da setze ich mich doch nicht in die Taxi und fahre über Land. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ja, das wäre ja auch kriminell. Schade, dass du nicht eine Viertelstunde früher gekommen bist. Da hättest du die Geburt noch miterleben können. Das wäre doch mal was Besonderes für dich. Ne? So eine Geburt? Ja, mein Lieber, eine Geburt, das ist für mich, ja, ja, etwas Selbstverständliches. Also, etwas Selbstverständliches. Ja, so ist es, ja. Also, wenn du einen hohlen Zahn ziehst, dann heißt das bei dir jetzt Geburt. Wenn ich Geburt sage, dann meine ich auch Geburt. Schon gut, sei doch ruhig. Du hast also in deiner Praxis jetzt mehrere Geburten am Tag. Naja, also lassen wir das mal vorläufig. Guten Tag, Herr Ossitzky. Hallo. Sie sind doch Herr Ossitzky, oder? Ja, also, Herr, das weiß ich nicht. Was jetzt gestimmt? Ist das die Müse für mich? Nicht direkt, aber... Ja, ich dachte, weil ich freiwillig die dritte Nachtschicht mache. Ist es denn was wichtig, was zu wandeln mir wollen? Weil der Zippel von meinem Kopfkissen, der ruft man nicht mehr drin. Ja, das verstehe ich, aber es ist wirklich etwas sehr Wichtiges, also... Also, ich gratuliere von ganzem Herzen. Ja, wieso? Ich habe keinen Geburtstag. Oder doch? Ja, Sie nicht. Ja, was reden dann mit den Blumen? Also hören Sie zu, Sie sind nämlich... Also, wer ich bin, das weiß ich selber. Aber wer sind denn Sie? Ich bin Sabine Wittkugel. Sag mir ja. Verständlich. Also ich bin... Also ich bin die Tochter des Zahnarztes, der die Mutter... Entschuldigung. Also. Na, das ist ja prima. Und dann regen Sie sich nicht auf, gehen schon brav nach Hause und legen sich artig ins Heierbettchen. Hören Sie mal zu, ich bin nicht verrückt, ich komme von Margit Bauer. Na klar, das ist ein Überfall, das ist eine Margit-Attacke. Sie sind Vater geworden. Vater. Heiliger Vater. Heilig ist überflüssig, aber Vater stimmt. Ja, Mensch, das ist doch nicht möglich. Wieso denn? Ja, und so plötzlich? Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal rein. Ja, klar, na klar, kommen Sie. Ja, ich merke schon. Du kannst mir keinen Grund nennen, warum ich so schnell hierher kommen sollte. Na ja, du hast ja schon immer solche Scherze drauf gehabt. Ich konnte es ja nicht wissen, wie unpassend das dieses Mal ist. Ich hätte nämlich dringend in die Klinik gemusst. Steht es denn so schlimm? Du bist ein bisschen überarbeitet, was? Was steht schlimm? Mit wem steht es schlimm?
bin dein Freund. Du brauchst dich nicht zu genieren, wenn ich dir helfen kann. Fein, Alexander. Na ja. Du weißt, dass auch ich dir jederzeit... Hast du wenigstens einen Spezialisten? Jetzt ist aber genug, Oswald, ja? Spezialisten? Ich, wozu denn? Naja, die viele Arbeit. Immer das Stöhnen gequälter Patienten. Da kann jeder mal durchdrehen. Naja, was kann man denn von einem Viehdoktor anderes erwarten, nicht wahr? Alles, bloß kein Feingefühl. Feingefühl bei einem Wildschwein wie dir? Du rufst an, ich sause hierher und dann redest du lauter Schwachsinn. Ich hab dich nicht angerufen, kein Stück. Nicht angerufen? Nein, kein Stück, wie ich schon sagte. Oh, diese Weiber. Hat man dich reingelegt, mein Alter? Oswald. Hast du eine Stunde für einen alten Freund? Und versprichst du mir zuzuhören? Geh schon voraus. Du weißt ja, wo es hier das kühle Bier gibt. Danke. Und was wird jetzt? Natürlich heiratet Margit meinen Vater nicht. Und wenn nun doch? Unsinn. Der könnte doch ihr Vater sein. Nun trinken Sie doch erstmal Ihren Kaffee. Sie kennen die Margit nicht. Die hat einen Drang zum Hören. Deshalb sind wir ja auch auseinander. Eine Kneipe sollte nicht gut. Aber sie hat aber den Fußballplatz. Dafür hat sie mich mit in die Oper geschleift. Naja, zuerst bin ich ja auch mitgegangen, aber... Die tippt mir nicht. Nee. Margit und ich, wir passen eben nicht zusammen. Auf einem Gebiet aber wohl ganz gut. Wie das Ergebnis zeigt. Geschenkt. Du hast also wirklich nicht gewusst, dass euer Kind unterwegs ist? Margit hat man doch vom Heimjahr gefeuert. Aber das Kind ist natürlich eine ganz andere Situation. Mensch, ich würde ja so gerne so ein richtiger Vater sein. Aber wenn sie mal nur nicht lässt. Na, frag sie doch selber. Willst du einen Kaffee? Nee, ich gehe dann jetzt. Also Peter, sei morgen pünktlich um 11 vor der Klinik. Ja, um 11. Und die Blumen über Nacht ins Wasser stellen, dass sie schön frisch sind. Ja, geht klar. Ohne Wasser keine Blumen. Moment. Besser, wir sortieren erstmal. Du hast mir versprochen, zuzuhören und jetzt unterbrichst du mich da. Nein, das ist notwendig. Du quatschst hier irgendeinen Schwachsinn auf. Warum rückst du nicht einfach mit der Sprache raus? Ich merke doch, dass du meinen Rat haben willst. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Was denn zum Teufel nochmal? Ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ich habe Angst, dass du mich lächerlich findest. Ich meine, ich könnte es ja mit einem Gleichnis probieren. Ja, der muss in die Kirche gehen. Ich bin nicht bibelfest. Ne? Prost. Das ist doch bloß so ein Wort. Ich meine, ich könnte ja auch sagen, Vergleich oder ein Beispiel. Oder. Na, dann Beispiele mal. Ja. Also gut. Also vorhin im Kuhstall. Das war da für dich nicht weiter kompliziert. Ich meine, die Sache mit dem Kalb da. Routineangelegenheit. Und nun stell dir aber einmal vor, es ist das erste Mal, dass du ein Kalb zur Welt gebracht hast. Also erstens wird ein Kalb von mir nicht zur Welt gebracht, sondern geholt. Geholt. Ja. Und zweitens ist es für mich so ziemlich tägliche Arbeit. Geht es nicht ein bisschen leichter? Sagen wir, ich stelle mir vor, ich hätte noch nie einen Zahn gezogen. Hm? Nein, das geht nicht. Nein, ich muss auf dem Kalb bestehen. Gut, weil du mein Freund bist. Ja. Also, ich habe noch nie ein Kalb geholt. Ja. Und plötzlich? Du stehst also so nichtsahnend im Kuhstall? Willst du den Bohrer gerade zur Hand nehmen? Was soll ich denn im Kuhstall mit einem Bohrer? Unterbrich mich doch nicht ständig. Also, willst du den Bohrer gar... Na, du brauchst den Bohrer ja gar nicht im Stall. Das sage ich ja. Ja, also, und da geht es
einmal los. Verstehst du? Und keiner ist da, der dir helfen kann. Ich will helfen. Na, aber was geht los? Na, kapierst du nicht? Also die Frau kriegt plötzlich das Kind. Welche Frau? Ich meine natürlich, also die Rindsmutter bekommt plötzlich das Kalb. Na prima. Das ist ja nicht prima. Du verstehst mich nicht. Es ist ja niemand da, der dir hilft. Und du machst es ja zum ersten Mal. Also, was machst du jetzt? Ich überlege, was ich einmal über das Kalben gelernt habe. Und dann gehe ich eben ran. Überlege. Geh ran. Großartig. Großartig. Gratuliere. Danke. Tadellos. Tatdurst. Nicht lange gefackelt. Okay. Gut. Nochmals mein Glückwunsch. Nochmals vielen Dank. Ja, ja, aber mein erstes Kalb, das habe ich vor circa 30 Jahren geholt. Ja. Warum gratulierst du mir erst jetzt? Ich habe meine Gründe. Ah. Ja. Sag mal, hast du denn zu der Rindsmutter eine besondere Beziehung? Zu der Rindsmutter? Ja, naja, wie ich eben sagte, nicht wahr? Und auch zu dem Rindskind oder zu dem Kalbsbraten. Was? Ja, zu dem Kalbsbraten. Oder Kalbshaxe. Du, ich sage dir, eine richtige Braten, eine Kalbshaxe, die richtig gerüstet. Nein, also jetzt hörst du auch auf. Das ist ja reiner Kannibalismus. Verstehst du denn nicht, was ist? Du hast doch zu der Rindsmutter und du, ich meine, sie ist natürlich wesentlich jünger. Ja, viel jünger, nicht wahr? Aber ihr seid ja gewissermaßen, also quasi so füreinander bestimmt, nicht wahr? Vom Schicksal, meine ich, nicht wahr? Die Kuh und ich. Die Rindsmutter und ich, nicht wahr? Die Rindsmutter und du. Ja, du kapierst ja immer, das ist aber so ein Vergleich. Wie soll denn einer von uns die Kuh heiraten, oder was? Ach, du kapierst nicht. Ich erzähl doch die ganze Zeit davon, dass das Mädchen, dem habe ich geholfen, das Kind zur Welt zu bringen. Nicht wahr? Ich dachte immer, du bist Zahnarzt? Naja, vielleicht hat sie das Arztschild verwechselt oder hatte wirklich Zahnschmerzen. Das ist ja auch völlig gleichgültig. Jedenfalls hat das Kind, Mädchen, in meiner Praxis, das Kind bekommen. Naja, du, Moment mal, ich komme da nicht ganz mit. Ist das Kind etwa... Nein, nicht von mir. Also, du hast diese werdende Mutter auch nie vorher gekannt? Nein. Ja, warum willst du sie dann heiraten? Na, warum denn nicht? Mir war zu alt? Nö, aber sie ist vielleicht zu jung. Ne? Ja, das ist eine Frage, wie man die ganze Sache sieht. Nicht wahr? Ich fühle mich nämlich noch... Mein lieber Oswald... Blendend. In jeder Beziehung. Der Vater des Kindes? Das ist ein junger Bursche. Nicht indiskutabel. Und will sie dich dann heiraten? Selbstverständlich. Oder? Liebe Margit, es fällt mir nicht ganz leicht, Ihnen zu sagen... Sie brauchen überhaupt nichts zu sagen, mein liebes Fräulein Bauer. Ach was, liebe Margit, es fällt mir nicht leicht, Ihnen zu sagen... Ich muss Ihnen etwas sagen, nämlich herzlichen Dank. Mein liebes Fräulein Bauer, ach was... Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Entweder wenn ich Zahnschmerzen habe oder wenn ich mein nächstes Kind bekomme. Papa ist da!
Darf ich mal? Na klar. Dann wollen wir mal. Ja, das war's ja denn wohl. Oh, ist der süß. Ist richtig süß. Tja, ach, das Gepäck von Frau Bauer. Entschuldigung, also bis morgen, ja? Tschüss. Komm, na, wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss, Papa. Ja, tschüss. Hm? Tschüss, Häppchen. Tschüss. So, schön vorsichtig. Hast du, ja? Ja. Gut. Ihr Gepäck. Oh ja, danke. Ach, der Teddy. Danke. Alles Gute. Ja, ja, tschüss dann, ja. Sylvia, die Blumen, ja. So, gute Fahrt. Na und Sie, Häppchen? Nun sagen Sie bloß, Sie wollen lieber mit der Straßenbahn fahren. Ah, hier, das ist für Sie. Oh, Doktor. Für mich? Naja, wenn Sie nicht gefallen, dann können Sie ja wegwerfen. Die Blumen sind schön. Na, bewundern können Sie sie zu Hause. Steigen Sie ein. Ich will hier endlich wegkommen. Na, das ist aber nett. Ja, natürlich würden wir uns freuen. Hm? Wann dachten Sie denn? Nicht so laut, bitte. Ach, bitte nochmal, ich habe nicht richtig verstanden. Wenn ich hier klopfe, tut das denn weh? Ja, überhaupt ja? Nicht. Also, nicht aus falschem Stolz lügen, nicht wahr? Wenn es weh tut, dann müssen Sie es sagen. Nochmal. Ja, gut, so machen wir es. Fein, hm? Tschüss, Wiedersehen. Nun? Ich merke gar nichts. Na ja, umso besser. Dann sind Sie schon von mir erlöst. So. Dankeschön. Ja. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Ist da der Doktor? Ja. Beiseite. Hör zu! Sie können hier nicht einfach so reinplatzen. Wir müssen, Schwester, wir müssen, solange die Dingerchen noch fahren. Ich hab einen ganzen Mund voll Blut. Gleich läuft's über. Ja, gleich geht's Ihnen besser. Was haben Sie da für Kostbarkeit? Oh, wie kommen Sie an die Kronjuwelen? Oh, das ging ganz schnell. Linke Haken, rechte gerade, verstehen Sie? Nee, bap, bap! Aha, und schon lagen Sie draußen. Na, dann lassen Sie doch mal sehen. Gleich so. Tupfer. Ja, bitte mal. Oh, na, das ist ja Tupfer, bitte, ja? Danke. Wie sieht's denn aus, Doktor? Naja, die zwei oberen Inzisivi, also glatt, abgehauen. Glatt. Oh, wann ist denn das passiert? Eine Ewigkeit. Ah, keine 8 Minuten her. So, eine Warm halten. Und koordinieren Sie mal Ihr Zeitgefühl. Wann ist es denn wirklich passiert? Also, wie schon gesagt, keine 8 Minuten her. Der Kollege kann das nicht so genau beurteilen. Immerhin war er kurzzeitig weggedreht. Aha, sind die war eingerissen. Alveole? Die ist unverletzt. Ja, ist unverletzt. So, ach, Ihr Freund ist wohl Zauberkünstler, was? Nicht, dass ich wüsste. Na, kein Zauberkünstler, das ist ja schade. Sonst könnt ihr mir mal den Trick verraten, wie ihr mit. Aber die zwei Vorderzähne rausgehauen, aber. Hm. Ja, das ging ganz schnell, wie gesagt. Ja? Ein Schlag gegen die Birne und da lagen sie. Was denn, Sie haben dem Herrn gegen die Birne geschlagen? Aber nicht doch, Doktor. Der Mann ist sozusagen mit der Birne zwischen Birne und Handschuh geraten, verstehen Sie? Nein, ich verstehe. Also kurz und gut, ich habe mal gehört, dass, wenn das noch nicht so lange her ist, dass man die Beißerchen wieder eindrehen kann. Ach, einsetzen, nicht eindrehen. Sind wir soweit, Doktor? Ja, wir können. Birne, was denn für eine Birne? Ach, Sie sind Obsthändler, ja? In welche Birne haben Sie denn gehauen, wa? In den Williams Christ, oder? Moment. Ja, so ist schön, so. Moment. So, ja, schön. Und Klapps Liebling, oder? Vorsichtig, ja, so. Ah, so ist schön, so ist schön. So, zumachen jetzt. Und fest zumachen. So ist fein, ja?
Oder gegen eine Holzbirne oder wie? Nein, ich bin kein Obsthändler oder so. Elektriker oder sowas. Nicht, dass Sie denken, der Kollege wollte Ihnen eine Glühlampe beißen. Nein, nein. Der Kollege ist Sportreporter und ich bin Boxtrainer. Der ist einfach zu nah an die Maisbirne geraten. Verstehen Sie? Ja, na warum denn? Das sollte eine Hautnah-Reportage werden. Ja, na das ist es ja dann auch beinahe geworden. So. Also bitte ins Röntgenzimmerhäppchen. Ja, der Patient holt es noch ein bisschen aus. Herr Doktor. Ja? Also, wenn die Beißerchen wieder anwachsen, ja, dann sehen wir uns öfter. Mhm. Papa, ich gehe dann jetzt einkaufen. Ja, schön. Bring mir einen Schachtel Zigaretten mit, bitte. Ist gut, tschüss. Was war denn das vorhin für ein Anruf? Das war Frau Ossitzky. Ossitzky kenne ich nicht. Neue Patientin, oder? Nein, Margit Bauer, sie heißt jetzt Ossitzky. Sie haben vor 14 Tagen geheiratet. Sie haben uns in ihre neue Wohnung eingeladen. Mhm. Naja, Sabine und ich haben hier eine kleine Aktie daran, dass sich die beiden gekriegt haben. Und Sie, Doktor, Sie werden doch auch sicher froh darüber sein. Am Ende hätte die junge Frau noch denken können, dass ein Mann wie Sie... Verdammt nochmal, der Zement liegt ja immer noch hier rum. Ist doch längst überlagert. Der müsste eigentlich noch frisch sein. Ja, müsste. Ist aber nicht. Na ja, Doktor. Sie haben recht, wie immer. Der Anruf, ja. Der Junge heißt wie Sie. Alexander. Ist das nicht hübsch? Alexander? Ach was? Alexander. So was Altmodisches. Komm, die Leute muss auf so einen blöden Namen. Der arme Junge. Ich darf doch wohl annehmen, dass Sie sich darüber freuen. Nein, das dürfen Sie nicht. Rufen Sie lieber den Nächsten. Das sieht nicht gut aus. Unken Sie doch hier nicht rum. Also ich muss um 13 Uhr wechseln, ich muss zur Arbeit. Das wird heute nichts mehr. Sag ich doch. Das sieht nicht gut aus. Hm. 189, das stimmt. Denn 183, so. Unfassbar. Wie machen die Frauen das nur? Ich kann unmöglich dem Doktor alles auf einmal beibringen. Zwillingsgeburten. Als wenn das passiert, weiß ich gar nichts mehr. Naja, ich muss jetzt rein. Was wird er nun, wenn es hier heute nicht weitergeht? Was soll schon werden? Fräulein Happmeier muss uns eben neue Termine geben. Na, so einfach geht das nicht. Wieso? Ich habe ja schließlich nicht jede Woche Haushaltstag. Dreht sich nicht nur um Sie. Na, und ich kann auch nicht immer. Ich bin auf Montage. Ja, meine Anja habe ich die ganze nächste Woche zu Hause. Ich kann gar nicht sagen, wie das wird. Und ich bin Rentner. Hab schließlich auch noch was zu tun, nicht wahr? Ist denn jemand von uns ein Schmerzfall? Nö, nein. Keiner. Na also. So. Dann schreibe ich mir jetzt mal Ihren Namen auf. Und wann jeder wiederkommen kann. Wissen Sie, das ist bis jetzt die erste vernünftige Idee von Ihnen. Müller, ich habe nur Nachtschicht. Ich möchte gerne spätnachmittags kommen, sodass ich zu Hause noch was essen kann. Sagen wir 16, 16.15 Uhr. Ja, ich weiß Müller. Wirklich nicht. Meine Krippe hat Sperre und die Mutter reist morgen wieder ab. Wohin? Sie wohnen doch nur eine Straße weiter, ja. Frau Fischer. Ja, wenn Sie hierher gehen, können Sie Ihre Kleine zu mir bringen. Also, ich habe sowieso meine Enkel da. Das würden Sie machen, Frau Kruse? Aber natürlich. Das ist so also, bitte schreiben Sie, Frau Fischer und Frau Kruse können beide nächste Woche. Ja. Aber nicht am gleichen Tag. Kruse. Ja, komm, Freunde, hier nicht, da müsst ihr weitergehen. Gut. Die nächste Tür da links, ja? So, ich zeig's euch. Diese dort. Nein, nicht hier. Kommen Sie schnell in den Röntgenraum. Eine junge Frau. Ich glaube, es geht mit ihr zu Ende. Was ist denn das? Haben Sie das gehört? Von wegen und es geht zu Ende. Das Leben fängt an. Ein Kind wurde geboren. Danke für die Ovation. Diese
Sind Junge oder Mädchen? Wie geht's dem Kind? Ja, wie geht's denn der Mutter? Alles gesund, ja. Alles gut gegangen. Herr Doktor, ich habe das Kapitel über Erstgeburt gründlich studiert. Also auf natürliche Art und Weise ist das bei den zivilisierten Völkern also überhaupt nicht möglich. Theoretisch. Wie? Theoretisch. Ja, theoretisch. Ja, aber es ist gut, dass es praktisch doch möglich ist. Sonst säße der stramme Knabe ja immer noch in seinem Gehäuse. Ja, wo ist das Kind? Mutter und Sohn sind auf dem Wege zum Krankenhaus. Heißt das, dass alles schon vorüber ist? Ja. Heute dürfen Sie, Doktor. Heute dürfen Sie alles. So, darf ich? Naja, und was muss ich? Ein paar Worte zu den Patienten sagen. Warum? Na, noch Häppchen, nein, machen Sie das. Sie können das viel besser als ich. Also erstens stimmt das nicht und zweitens wollen Sie den Held des Tages. Meine Verehrung, Herr Doktor, meine tiefgefühlte Verehrung. Also, wenn man bedenkt, ein neues Leben in dieser Umgebung, als... Das. Also unser Opitz ist der Einzige, der begriffen hat, dass dieses Ereignis gefeiert werden muss. Ja, nicht? Ich werde Sylvie losschicken. Also Herr Doktor, in dem Punkt kann ich Ihnen wirklich zustimmen, dass es gebisslich war. Dazu kann ich Moment, Ihnen aber Moment, noch Moment, äußern. Moment, Moment, jetzt haben Sie aber eben einen Versprecher gehabt. Ich habe Ihnen was versprochen. Nein, Sie haben nicht. Sie werden mir was versprechen. Nein, Sie haben einen Versprecher gehabt. Ich habe einen Versprecher. Na, sagen Sie doch mal. Ich habe gesagt, dass es gebisslich war. Da war er, der Versprecher. Ja. So lasse ich mir das gefallen. Uns einer studiert und die fertigen Stomatologen, die gurgeln hier mit Sekt. Selbst die nicht fertigen. Sag mal, wieso sind denn keine Patienten im Wartezimmer? Wir haben einen nach Hause geschickt. Ja. Ganz einfach, nur so. Alle gesund geschrieben, nicht wahr? Nur so. Herr Doktor, wo wollen Sie denn? Sabine, natürlich nicht nur so. Ja. Dein Vater hat heute ein Kind bekommen. Ja. Vorsicht, Häppchen. Verletzen Sie sich eher eine Naturgesetze, nicht wahr? Das heißt, Sabine, Kind? Stimmt. Das stimmt. Ihr habt doch alle einen in der Krone. Wo soll denn hier auf einmal ein Kind herkommen? Naja, aufgeklärt wie du bist, müsstest du eigentlich wissen, wo im Allgemeinen die Kinder herkommen. Und den Besonderen auch. Ja, was soll denn der Blödsinn? Was denn für ein Kind? Na, du traust wohl deinem alten Vater gar nichts mehr zu? Na doch, doch, eine ganze Menge, du. Also. Dein Vater hat dein Kind zur Welt gebracht, wie ein richtiger Arzt eben. Ja, ein bisschen zahnlos war es auch, sonst kann ich nicht. Seid doch mal still! Ja. Was ist denn überhaupt los? Ich bin ja schon ganz durcheinander. Also jetzt bist du wohl unterrichtet. So ist es. Das muss doch nicht. Naja, natürlich, aber das begreife ich einfach noch gar nicht. Was, das ist irgendwie irre. Unser Doktor bekommt bestimmt eine Auszeichnung. Ja. Lebensrettungsmedaille. Oh nein, Silvia. Die Hufe landen natürlich. Nein, Häppchen, das ist doch ein alter Huf. Nein, man müsste in dem Fall einen ganz neuen Orden stiften. Der goldene Storch. Also ich werde morgen Mutter und Kind besuchen. Ja, das kann man doch, Häppchen, nicht wahr? Am nächsten Tag. Nicht wahr? Und da bräuchte ich ja Blumen. Das ist richtig. Vielleicht ein Dutzend Rosen. Häppchen, haben Sie nicht so einen heißen Draht zum Blumengeschäft? Das sieht nichts nicht. Ne? Aber nee, Doktor. Der Rische. Ach so, ja. Weiße Reitelefanten zu beschaffen ist ja leichter als so ein Strauß Blumen. Ja. Aber ich meine, in so einem Sonderfall. Also ich weiß nicht, an Ihrer Stelle würde ich das nicht machen. Was würden Sie nicht machen? Blumen mitnehmen? Natürlich, warum? Da muss man doch Blumen mitnehmen. Warum also das weiß ich noch ganz genau, dass man da Blumen mitnimmt. So stimmt's? Ist es. Ja. Also, nicht wahr? Also den Besuch würde ich unterlassen. Man könnte ihn gründlich missverstehen. Ja, wieso denn? Hätten also, Sie das missverstanden? Nein, Häppchen, das müssen Sie jetzt aber mal... Wo geht ihr denn hin? Ja, was hat sie denn? Ich will, ja. Also, dass die Kinder zahnlos auf die Welt kommen. Nicht gewusst? Nein. Also, du spinnst dir da was zusammen, Häppchen. Also, du meinst, dann ist alles bloß ein Zufall? Na, was soll's denn sonst sein? Tja, das müsste man ergründen. Ach, Sabine, kenn doch den Chef. Der will morgen in die Klinik marschieren, wenn das nichts zu bedeuten hat. Na klar, der will sein Werk betrachten. Na, jetzt sagst du es ja selber, sein Werk. Ach, na, dazu hätte der doch gar keine Gelegenheit gehabt.
Also dazu finden Männer immer Gelegenheit. Wie müsst ihr das rauskriegen? Nicht der Chef. Wir gehen morgen in die Klinik. Ja, und Papa? Den müssen wir irgendwie aus der Schusslinie bringen. Du, ich glaube, wir müssen uns jetzt wieder drüben sehen lassen. Los. Genehmigen wir uns noch eine, bitte. Herr Doktor. Ja, so. Na, wo habe ich. Was denn jetzt? Sie haben ja gar keinen Feuer. Natürlich habe ich Feuer. Nein, doch nicht. Also, ah. Dankeschön. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage. Und manche liebe Schatten steigen auf. Gleich einer halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Schön. Der Schmerz wird neu. Es wiederholt die Klage des Lebens labyrinthisch Lauf. Was ist denn das? Griechisch. Häppchen! Ja. Ach, die liebe Zeit. Obitz, lassen Sie das mal bitte. Doktor, fassen Sie mal bitte mit an. Ja. Ganz vorsichtig. Bitte keine Aufregung, meine Herrschaften. Gehen Sie wieder in Ihre Plätze. Es ist nichts zu sehen. Keine Aufregung. Wir haben das Recht zu wissen, was los ist hier. Dann gehen Sie bitte ins Wartezimmer. Warten Sie bitte. Kein Grund zur Aufregung. Keine Panik. Sie haben doch gehört. Keine Panik. Der alte Mann kommt bestimmt gleich wieder zu sich. So ein Unsinn. Alter Mann, das war doch eine junge Frau. Eine Frau? Wie wollen Sie denn das wissen? Ich habe bloß die Füße gesehen. Also vielleicht sollten Sie sich mal die Brille putzen. Nein. Die Person trug Damenschuhe. Aha. Und seit wann trägt ein Mann Damenschuhe? Aber die bist Mann oder Frau. Jedenfalls wurde die Person ins Behandlungszimmer getragen. Ja, wegen des Blutverlustes. Blutverlust, ja. Jetzt wieder hecheln. Ja, und ruhiger werden. Schön ruhig durchatmen. So ist schön. Ja, so schön bleiben. So. Ja. Gemeinsam schaffen wir das schon. Ganz ruhig durchatmen, weiter durchatmen. So ist schön. Und nicht pressen, bevor ich das sage. So, Häppchen, was ist denn? Ja. Ja, na endlich. Ja, es ist eilig. Es kann jede Minute kommen. Oh, bitte. Ja, danke. Danke. Was ist denn, Häppchen? Der Krankenwagen ist unterwegs. Ja, Sie helfen mir. Wenn das mal gut geht. Ach, Opel, jammern Sie ja nicht rum. Ja, aber was soll ich denn machen? Ach, du fahr nicht rumstehen. Überhaupt, was suchen denn fremde Männer ganz dabei? Ganz ruhig bleiben. Gehen Sie rüber in meinen Bücherschrank. Unten links, da stehen die Fachbücher. Ja. Hier, da eins über Gynäkologie. Ja. Nein, lesen. Ruhig. Da ist Wasser bereit. So, ruhig bleiben. Was ist denn? Entschuldigung. Fachbücher unten links. Hier. Hier. Kinderwunsch. Kleine Enzyklopädie der Gesundheit. Lehrbuch der Geburtshilfe. Da haben wir es. Das ist es. So. Nun denn. Mysterium des Lebens, öffne dich. Ey. Ach so, so. Die armen Frauen. Erstgeburt, Schwangerschaft, Erstschwangerschaft, 145. 145, Erstschwangerschaft, das... Neulich, da bestaunte doch mein Enkel meine Zahnlücke und fragte, Mensch Opa, wo sind der Zahn geblieben? Habe ich ihm gesagt, ich habe mit dem Doktor gespielt und der hat den Zahn gewonnen. Sagt doch der Bengel zu mir, nun ja, warum haben wir denn dann noch nicht so ein lustiges Spiel gemacht? Ja, die Kinder sind heutzutage viel weiter. Mensch, hören Sie doch auf, da drin passiert sonst was und Sie machen Witze. Wieso denn ich? Das war doch mein Enkel. Kindslagen, je nachdem, ob die Längsachse des Kindes mit der Längsachse der Mutter übereinstimmt, also Querlage oder Schräglage oder Kopf,
Steiß? Ja, ja, woher soll ich wissen, ob das eine Normallage oder eine Steißlage ist? Also ich... Nein, nein, da kann ich ja jetzt nicht fragen. Ach. Ja, jedenfalls Variante 2, sollte 301. So, jetzt hier. Die Ausleitung und Ausdrehung mit der Geburt. Sauerstoff. Ja, Sauerstoff haben wir scheint's auch nicht. Ach. Nein. Ich möchte wissen, was da drin vor sich geht. Ja, das möchte ich auch. Ruhe, bitte! Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen, hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Heute heißt es Mund auf. Auf gute Zusammenarbeit. Er will ja nicht bleiben. Ich habe wirklich alles versucht. Das kann man laut sagen. Selbstverständlich. Oder? Häppchen! Ich komme! Na, ist der Opel schon da? Na, natürlich. Ich kann mich auch beeilen, so viel, ich will, er ist immer vor mir da. Ja, ich habe schon den Verdacht, dass unser lieber Opitz in seinem geliebten Labor übernachtet. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Gehen Sie schon mal rein. Ich komme gleich. Nein, junge Frau, in Ihrem Zustand müssen Sie erst einmal hier bleiben. Sie werden sich jetzt erst einmal ausruhen. Nein, das ist nicht nötig. Wenn Sie nur erst dem Doktor Bescheid sagen. Das sowieso, kommen Sie. So, hier können Sie sich hinlegen. Darf ich die Tasche haben? Ist doch besser so, nicht? Danke, Sie sind sehr lieb. Ja. Das ist sehr schön. So, bitte mal zumachen. Ja, mach mal auf. Ja, mach mal zu. Deine Kaubewegung so. Ja, sehr schön. Spiegel bitte. So, nun schauen bitte. Sie mal rein. Na? Zufrieden? Sehr sogar. Brauche ich also nicht wiederzukommen. Ja, wegen der Krone nicht. Die sitzt jetzt fest, ja. So, alles erledigt und unterschrieben? Alles erledigt. Ja. Soll ich den nächsten Bescheid sagen? Nein, auf keinen Fall. Danke. Wiedersehen. Es geschehe noch Zeichen und der Herr Opitz betritt freiwillig das Sprechzimmer, den Vorhof zur Hölle. Und gibt an unserer Stelle Anweisungen an die Patienten. Entschuldigen Sie schon, Häppchen. Da ist ein Sonderfall. War das nicht bis zur Mittagspause Zeit? Wir haben hier hochgedreht. Ein Schmerzfall, ein akuter Schmerzfall. War es im Labor? Eine entzündliche Eiterung, war es einer Prothese oder was? Im Ernst, Herr Doktor, eine junge Frau, sie saß auf der Treppe. Ich glaube, unser lieber Opitz hat gegen alle seine Gewohnheiten doch etwas zu tief ins Glas geschaut. Hä? Seit wann sitzen da meine Patienten auf der Treppe? Hm? Das Wartezimmer ist doch groß genug. Ich habe sie erstmal auf die Couch gelegt. Also, lieber Herr Opitz... Sie ist... Was? Ach, schwanger? Ja, hochschwanger. Ja, warum sagen Sie mir das? Als Dermatologe bin ich bis nur unterkante Kind zuständig. Tiefer nicht mehr. Scheint ja wirklich ernst zu sein. Ist niemand da? Es hat aber jemand da gelegen.
Na. Hier ist sie ja. Ich werde mir erlauben, alle zu einem Glas Sekt einzuladen. Bis gleich, ja? Na los. Hm? Dann gehen Sie schon, Sie hält. Ja. Naja. Nun, meine Damen und Herren, ich nehme Ihre Ovation gerne entgegen. Nur ein Hundsfott ist bescheiden. Und ich bin es nicht. Denn es ist schon eine besondere Sache, ob man einen relativ kleinen Zahn oder einen recht strammen Jungen ins Licht des Tages befördert. Da werden Sie wohl für Zahnbehandlung heute keine Meinung mehr haben. Ach, Meinung immer. Nur ich fürchte, die Aufregung wird meine Hand nicht gerade in den ruhigen Zustand versetzt. Obwohl, ich meine, wenn jemand da ist mit Schmerzen, ist er kein Schmerzfall dabei. Aber alle Patienten waren bestellt. Ja. Na, dann regeln Sie das bitte mal, Häppchen. Nun, wenn Ihnen das ein bisschen helfen wird, Fräulein Happmeier. Fräulein Happmeier, der Herr hat nämlich genau aufgeschrieben, wann wir nächste Woche können. Wissen Sie, unter uns gesagt, wir sind uns eigentlich hier erst mal alle so richtig nahe gekommen. Ja, fantastisch. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, also ich finde, unser Doktor hat jetzt erst mal seine Ruhe verdient. Hat er, hat er. Stimmt. Was halten Sie davon, meine Herrschaften, wenn wir das Ereignis noch ein bisschen feiern? Ja, natürlich. Kaffee fröhlich vorstellen. Ja, dann gibt's immer die besten Kuchen. Also wer dafür ist, den bitte ich ums Handzeichen. Ja, einverstanden. Einverstanden. Wollen Sie denn nicht mitkommen, Herr Doktor? Aber Doktor, ja. Komm schon. Nein, symbolisch. Was heißt wenn symbolisch? Sie gestatten, ich war, möchte ich doch einen kleinen Obolus. Oh, aber das können wir nicht annehmen, Herr Doktor. Bitte, können wir nicht annehmen. Trinken Sie auf das Wohl von Mutter und Kind. Ja, Sie sind ja schließlich die Hauptperson. Ja. Ich habe ja nur eine geringe Hilfestellung geleistet. Ja. Danke, Herr Doktor. Ja. Das heißt, meine Damen, ich meine, wenn jemand mal in eine ähnliche Lage kommen sollte. Ja, ja. Oh, dann schlagen wir Sie als Geburtshelfer. Ja, bei Ihnen dürfte wohl doch zu draus sein. Je mehr ich über mögliche Komplikationen gelesen hatte, so je klarer wurde mir, dass die ganze Sache gar nicht gut ausgehen könnte. Also wirklich meine Hochachtung, Herr Doktor. Naja, einiges ist vom Studium hängen geblieben. Ja. Darf ich? Ja. Und dann hatte ich mal eine Kommilitonin. Ah? Ja, die habe ich gerade über dieses Gebiet immer abhören müssen. Und da kam die Liebe ein bisschen zu kurz, aber das Wissen, das vermehrte sich eben, nicht wahr? Allerdings, das hätte ja alles nicht ausgereicht, wenn nicht Mutter Natur ihre gesunden Gesetzmäßigkeiten mit eingebracht hätte. Oh, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Nächste Woche haben wir ein paar Patienten mehr. Na, das macht doch nichts. Danke. Prost. 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 Praxis Dr. Wittkugel. Das Krankenhaus. Ja? Ach, na das ist aber nett. Vielen Dank für den Anruf. Ja. Mutter und Kind wohl auf. Es dürfte wohl ein besonderer Tag bleiben. Würdig im Praxiskalender notiert und jährlich begangen zu werden. Jetzt wird er sentimental, Häppchen. Aber Doktor. Na sicher. Er will, dass ich jedes Jahr einen ausgebe. Welche Angehörigen sollen wir benachrichtigen? Ich habe keine Angehörigen. Wen sollen wir dann benachrichtigen? Niemanden. Niemanden? Den Kindesvater doch wohl wenigstens. Nein. Aber Frau Bauer, das sollten Sie sich wirklich noch mal überlegen. Wollen Sie mir nicht den Namen des jungen Mannes nennen? Mein Freund interessiert sich nicht mehr für uns. Ach, was denn? Es gibt bestimmt jemanden, dem die Geburt Ihres Sohnes etwas bedeutet. Ja, mein Zahnarzt. Wie bitte? Schwester, ich bin furchtbar müde. Bitte lassen Sie mich schlafen. Ja, ja. Es wird schon alles werden. Schlafen Sie gut.